Hallo, herzlich willkommen zurück bei Darksiders 2. So, wir wollen in die nächste Kampagne. Wir haben Argos Grab durch, wir haben die Abholspiele durch. Das nächste ist der Dämonenfürst Belial. Und da laden wir einfach mal. Und dann gucken wir, wohin uns der Weg da führt und was wir alles tun müssen, um Belial die Stirn zu bieten. Lass mich überraschen. Und wir gehen natürlich mal rein. Und stellen fest, aha, wir sind auf der Erde. Und da kämpft ein Engel. Mehrere Engel. Okay. Uninteressant. Hier will keiner mit mir reden. Wir erstmal hier wohl die Feinde ausschalten. Wir kriegen mal wieder keine Erfahrung dafür. Höllensklave, okay, es ist nicht der Schwarm. Und wir haben, das habe ich jetzt gerade festgestellt, die Seelenteilung wieder nicht mehr. Aber okay. So, das war irgendwie alles zu. Ah, da ist jetzt ein Domlord. Ja, Ausgeburt oder was weiß ich auch immer. Machen wir mal ein bisschen Action. Da kommen mit Sicherheit noch ein paar mehr. Mal hier irgendwo. Direkt auf Half-Life runtergeprügelt, das ist nett. So. Uriel, die Höllenwache hält noch stand. Obgleich die weiße Stadt für uns verboten ist, dienen wir dem Licht. Dies sind die Tage der Abrechnung. Wir werden nicht straucheln. Und wir sind nicht allein. Meine Höllenwache berichtet von überlebenden Menschen. Das klingt unwahrscheinlich. Ich bin der Wahrheit verschworen. Das weißt du, Reiter. Wenn Überreste der Menschheit noch immer am Leben sind, sollte ich mit ihnen sprechen. Wo wurden sie gesehen? Weit hinter diesem Schlachtfeld, Reiter. Ich werde sie finden. Wenn das Reich der Menschen nicht ausgelöscht ist, bedeuten unsere Schlachten vielleicht mehr als nur Auslöschung. Auf Dank, Tod. Du hast deine Aufgabe und ich habe meine. Und du handelst mit mir. Das ist sehr nett von dir. Da gucken wir mal ganz kurz, was sie denn hier so an Talisman hat, die wir mitnehmen könnten. Uninteressant und ziemlich uninteressant. Aber wir könnten nochmal schauen, ob wir da noch irgendwas finden mit Chance auf kritischen Magieschaden, den wir dann einfach mal. Oh ja, kritischen Magieschaden, den können wir mal kaufen zum Verfüttern später. Hier genauso. Hat zwar keine Chance, aber zumindest den so mit drin. Gut. Dann das gleiche gilt hier für. Oh, schlechte Stiefel. Gut. Da haben wir mal ein paar bisschen. So, da ist ein bisschen Magie mit drauf, ist aber uninteressant. Kritisch Magie schon bleibt gleich. Zorn und Widerstand. Ist jetzt nicht so das Wahre für mich. Kritisch Magie schon geht runter, dafür geht Magie hoch, aber ist jetzt auch nicht so grundlegend gut für mich. Chance, ja, es ist alles ganz nett, aber uninteressant. Wunderbar. So. Eine Stadt zur Asche verwandeln. Suchen nach menschlichen Überlebenden. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte und da haben wir jetzt so Spannendes. Wir gehen durch das Türchen hier. Da gucken wir mal. Okay, Kisten habe ich schon gesehen. Zwei Stück. Und ein paar Gegner. Bisschen was zum Explodieren und die spielen sich ganz ordentlich auf. Versiegelnde Weg, okay. Ich brauche mehr Zeit. Du meinst, dass dir das hilft, Dicker? Das war der erste Schläger und da kommen jetzt sicher noch mehr. Ja,
warte nur darauf, dass ich meine Bühne rufen kann. Da sind sie. Wir machen da schon den Schaden. Für mich. Aber durch die Explosion kommt da ein bisschen was zusammen. Dann ist das Thema hier erledigt. Und darum komme ich nur dran, wenn ich über die Wand gehe. Auf der anderen Seite komme ich dagegen auch so dran. Da steht sie. Wow. Aber ich habe alle drei verwenden können. Gut. Dann war wieder was Schrottiges mit dabei. Mal mit das Ding. Und wenn ich das richtig gesehen hatte, und da bin ich mir ziemlich sicher, wir haben nur die eine Seite, die wir einmal sprengen müssen. Und dabei fällt mir auf, ich habe auch den Phasenläufer nicht, ne? Ich habe tatsächlich zwei Fähigkeiten nicht. Wundert mich für einen DLC, der nach dem nach Samael gespielt. Da komme ich hoch. Machen wir gleich. Das ist die Kiste. Für den DLC, der nach Samael spielt, nicht alle Fähigkeiten zu haben, ist auf jeden Fall interessant. Ah, da komme ich doch noch nicht hoch. Okay. Was heißt noch nicht? Ich komme wahrscheinlich dann nachher irgendwie wieder her. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich mich da festhalten kann, aber es sind ja auch keine Holzbalken. Metallbalken. Metallbalken bringen mir, glaube ich, nicht. Gut, wir gehen dann durch die nächste Tür. Ich bin mal gespannt, wie groß der DLC ist. DLC Addon. Die sind hier. Unspannend. Okay, das ist okay. Da ist eine Kiste. Da muss ich von da aus kommen, um an die Kiste ranzukommen. Okay. Da haben sich die Menschen wohl ein paar Fallen überlegt. Okay. Ein besessene Gelebe, wenn ich das richtig gesehen habe. Zeig mal her. Ja, du bist Schrott, aber du bist eine besessene Gläse mit Feuerschaden. Vorinstallierter Feuerschaden, den kann man mitnehmen. So, der absolute Wahnsinn ist er jetzt nicht. Da kommen wir nicht durch, da könnten wir durch. Wir gehen aber erst einmal hier lang. Ich hatte mich dezent geirrt, denn tatsächlich zählt das. Okay. Tatsächlich zählt das als Angriffspunkt. Da stellt sich jetzt nur die Frage. Da ist nämlich keiner, oder? Ist da einer? Nach einer Zeit geht er wieder aus. Okay. Nur begrenzt Zeit, um dadurch sich da einfallen zu lassen, wie man da wegkommt. Habe ich aber schon planen, weiß ich schon Bescheid. Denke ich. Okay, ich muss ein bisschen eher abspringen. Damit ich da reinkomme. Alles klar. Es ist nicht so schlimm. Es ist zu langsam. Ist aber nicht das große Problem.
erstmal die Kiste hier auf. Denn genau das hilft uns, das Problem zu lösen. Indem wir nämlich dann einfach von hier aus das Ding auslösen. Da kommen wir hier nämlich auch dran. Gut. Den Schlüssel. Dankeschön. Und ich bin neugierig. Ist nix. Was nicht immer klappt, ist auch klar. Kennen wir ja schon. So, machen wir den Bereich da geklärt. Da wir jetzt schon den Skelettschlüssel haben, würde ich dann doch erstmal mir hier rechts den Raum angucken. Da ist eine Truhe und da geht es ansonsten nicht viel weiter. Und hier sind wieder Fallen, nehme ich an. Auf jeden Fall werde ich kämpfen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier einfach so wieder wegkomme. Nicht. Deine Arena? Ja. Suchst du einen langsamen Tod? Die Hölle erwartet dich! Der Schänder. Der ist schon an meinen Gulen verreckt. Wie geil. Okay, also so langsam kommen wir mit dem Magiebild tatsächlich in einen Bereich, in dem der Schaden tatsächlich annehmbar ist. Schrott. Ein paar Münzen. Gut. Mal da rein. Bisschen Schaden ist jetzt aber auch nicht da. Also es ist noch nicht der Wand. Also mit dem Hammer bin ich nur so sag mal 70% zufrieden. Durch nix. Relativ linear, aber es ist das Spiel ja ohnehin. Und wonach wir Ausschau halten können, sind tatsächlich die Truhen, die nicht auf der Karte auftauchen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es eigentlich vollkommen uninteressant hier. Ein Sniper! Erfolge den Menschen. Ja, schön. Und wie? Durchgebracht, gut. Hast du jetzt alle Türen geöffnet? Zwei Türen. So, ich will den Menschen verfolgen.
geht's dann irgendwie hoch? Da geht's dann auch irgendwie lang. Finde ich jetzt unspannend. Aber da ist eine Sackgasse. In dem Fall gehen wir der Sackgasse lang. Auch wenn der Mensch in genau die Richtung abgezogen ist, aber... Sackgasse ist nur Sackgasse. Ne? Das führt mich mit Sicherheit hier irgendwo bei einer Kiste. Ja, dachte ich es mir. Den Höllenhammer. Die Seelen der Geschlachteten sind eingeschlossen und verdammt im Inneren dieser dieses qualförmigen Hammers und dessen geringen Raum. Brennend und reißend schlägt der Alien in seinen Weg, bestrebend danach, das Leben seiner Gegner zu entziehen und die Form der Waffe wiederherzustellen. Derjenige, der den mächtigen Höllenhammer schwingt, schwingt die Angst der Kriege aus den vergangenen Äonen. Und da ist noch eine Stirn. Der Höllenhammer ist mit Rückstoß, Gesundheit pro Treffer, ein bisschen was Inferno-Schaden, Gesundheit pro Kill. Gar nicht mal schlecht. Aber eigentlich doch. Darüber ist nicht. Wieder runter. Gucken wir mal. Aber wahrscheinlich ist das doch genau der Weg, den ich nehmen muss. Das brauche ich wohl, um wieder hochzukommen. Okay. Ah! Bin im Kreis gelaufen. Okay. Ich glaube, es wäre kürzer gewesen, ich wäre jetzt einfach den Weg nochmal gegangen, aber ist okay. Kein Problem. Also ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das ist kein Thema. War ja im Prinzip, was wir wollten. Nicht genau, noch nicht dahin gehen, wo wir hin müssen. Dann erkunden. Haben wir jetzt gemacht. Jetzt verfolgen wir den Menschen. Was sollen. Dass es überhaupt noch menschlichen Widerstandsnester gibt, welcher Form auch immer organisiert, ist ja schon Wunder genug. Bedenkt man, die Apokalypse läuft. Wobei hier noch nicht die vollen 1000 Jahre vergangen sind, seitdem Krieg alles gestartet hat. Ich werde dich jagen. Du wirst für deine Taten büßen. Das ist ein Fehler, Mensch. Ich will nur reden. Er will nur reden. That's what he said. Wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, ist es einfacher, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die meisten Leute verfielen in Panik und versuchten, die Dämonen zu bekämpfen. Sie wurden abgeschlachtet wie Vieh. Doch am Ende brachte es nichts. Aha, wir kriegen jetzt die Geschichte aus der Sicht der Menschen, ja? Räum mal alles auf. Natürlich. Eine Falle. Und Tod läuft rein. Natürlich.
Aber es ist nichts Außergewöhnliches. Und es ist ja nicht mal sehr tödlich. Gut. Ihr seid so uninteressant als Feinde, ne? Gut, dass die mit ein paar Schlägen Geschichte sind. Über mir Schakiste. Stellt sich mir die Frage. Ah ja, okay, ich muss nur wenig bitte abspringen. Komm her, können doch hier lang drauflaufen. Na, geht nicht, okay. Aber so geht's. Die Kiste ist tatsächlich eine Zentrale. Seltsam. Aber gerade diese Kisten werden mir normalerweise nicht angezeigt. Baunte nicht wartet. Als ich falle, ja? So, da ist eine Kiste. Schieben wir mal da drauf. Ich kann nicht. Es kann hier noch nicht alles sein. Ob ich das Ding runterschmeißen kann. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ja, wie erwartet, es geht nicht. Aber von hier aus keine Option. Okay. Es gilt ja. Ah, instinktiv. Ja, mehr zufällig als instinktiv. Das Richtige getan. Da ist er langgelaufen. Zügig ist er unterwegs, der gute Mann. Unmöglich. Aus die Maus. Oh. Kommen wir in den gleichen Ort? Jo. Aschestadt. Zack. Ich will hier das so lange ich noch nicht die Zorn drauf habe. Etwas. Also die Typen, also ich höre wahrscheinlich die Barriere. Der Typ Sniper auf jeden Fall.
Die Viecher aber langsam. Na, es ist spannend. Also gerade, dass man auch so zwischendurch dann mal aus der Sicht des Menschen sieht. Aber herausfordernd ist es noch nicht. Unterschlupf 3, da ist er. Dann bring es hinter dich. Friede, Mensch. Noch ist deine Zeit nicht gekommen. Genau. Das kommt noch. Du bist kein Dämon. So viel kann ich sagen. Wenn du mich nicht umbringen willst, warum verfolgst du mich dann durch die ganze verdammte Stadt? Ich dachte, deine Art gäbe es nicht mehr. Wer oder was bist du? Ich bin tot. Tod ist die eine Sache, die mich verschont hat. Warum kommst du nach all dem also zu mir? Ein Krieg. Sieht auch nicht anders aus als die anderen. Ja, vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt mal ein bisschen Zorn rein. Jetzt haben wir hier einen auf die Oma. Ah. Das Schild. Deine Verteidigung. Du bist ein bisschen stärker als deine Brüder. Wütender Pizza. Okay. Ist er sein Leben voll. Ich steck deinen Kopf auf einen Spieß. Bleib unten! Und... Das ist gerade ein bisschen blöd, weil ich gerade meine Bude gerufen hatte. In dem Moment hat er sich in den Wütenden-Pizza verwandelt. Aber... Komm her, komm, aber so. Das ist ziemlich uninteressant. Als Gegner. Wir haben noch nicht ganz das Bild, das wir brauchen. Seit dem letzten Tag habe ich wenige Verbündete getroffen. Hauptsächlich Bestien und... Nun, die anderen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es sind Engel. Ist auch egal. Keiner von denen schert sich um uns, aber du, bist irgendwie anders. Du würdest schlechter von mir denken, wenn ich bei anderer Gelegenheit gekommen wäre. Wie kann es sein, dass noch immer Menschen leben? Ich würde das kaum Leben nennen. Ja, mein Körper funktioniert gut, aber alles, für das ich gelebt habe, ist fort. Trotzdem solltest du tot sein. Ich halte mich versteckt. Es gibt Wege, die Dämonen zu meiden. Sie sind nicht allmächtig, wie sie uns glauben machen wollen. Du sagtest uns. Es gibt noch andere? Vielleicht. Aber ich arbeite alleine. Manche Dinge ändern sich nie. Nichtmals nach der Apokalypse. Was wurde aus diesen Menschen? Weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass ihr Ende schnell kam. Das ist äußerst wahrscheinlich. Ich respektiere deine Verschwiegenheit, Mensch. Aber ich muss es wissen. Wie hast du überlebt? Ich war ein Pfadfinder. Ein was? Ach, egal. Der Dämonenfürst holte mich damals ein. Wir schlossen einen Pakt. Ich verkaufte meine Seele. Ah. Ich verstehe. Und was hast du sonst noch aufgegeben? Er zwang mich, das Versteck der anderen Überlebenden zu verraten. Wie war der Name dieses Dämonen? Er nannte sich Belial. Moment. Was hast du vor? Ihn töten. Aber zuerst wird er mir sagen, was mit den anderen Menschen passiert ist. Ihn töten? Du bist wahnsinnig! Diese Dinger, die uns auf der Straße angegriffen haben, die waren nichts! Belial ist ein Dämonenfürst! Ja, und? Ich habe in meiner Zeit schon viele Fürsten erschlagen. Ja. Wie du meinst. Ach, und wenn du meine Seele rumliegen siehst, kannst du sie mir vielleicht mitbringen? Kann ich. Danke für den Schlüssel, mein Kollege. Muss ich erst einmal hier die Kiste öffnen. Komm gerne mal dein Versteck aus. Eisplünderer. Der Eisplünderer, geschmiedet mit der entgegengesetzten Kraft des brennenden Kerns der Hölle, gefertigt mit einer Griffigkeit, die zuschnappen kann und alles Leben zu einem eisigen Stillstand gefriert. Die Klingen sind mit einem dämonischen Fluch versehen, entzieht Energie derjenigen, die sie berühren, und gewährt seinem Meister Kraft und solide Verteidigung. Aha, aha, aha. So, da ist nichts dabei. Und der Eisplünderer. Ja,
Exekutionschance, Zornenzug, Eisschaden. Ist jetzt auch nicht der große Wahnsinn. Du kannst einmal weg. Bist besessen und bleibst. Das ist unser Schrott. Das brauchen wir auch nicht. Es ist alles Schrott. Schrott. Ja, noch ein bisschen was, was wir wegfüttern können. Aber die ist jetzt erstmal hinüber. Und die beiden, da werde ich erstmal gucken, dass ich es irgendwie. Na gut, die hat schon Feuerschein drauf. Die auch nicht, also die. Ja, also bei den Besessenen werde ich erstmal gucken, dass ich durch zufällige Aufwertung mit einem Talisman dazu in der Lage bin. Bringt er mich jetzt ein? Nein, zu Uriel. Mist. Es ist zu weit weg. Ich glaube, ich könnte links rum. Müsste eigentlich auch gehen. Dass ich dadurch Zornentzug oder Gesundheitsentzug kriege. Zornentzug ist vielleicht besser. Also Zornentzug auf so einer Waffe. Es ruckelt. Es rockt. Habe ich gesehen in so einem Video mal, dass einer Gesundheitsentzug gekriegt hat und plötzlich mit 69%. So, aber mal gucken, was Uriel zu sagen hat. Hi. Reiter. Ah, Nickes. Warum hast du neue Sachen hier? Chance auf kritischen Schaden, eine Chance kritischen Magieschaden. Ja, guck mal, den nehmen wir mit. Kritischen Magieschaden nehmen wir mit. Unspannend. Ja, komm, geil. Kann man halt nehmen, aber. Enker Harnisch der Dornen. Samt interessant. Aber jetzt ist auch nicht so wirklich was dabei, was ich unbedingt brauche. Kann von da aus wieder zurück teleportieren zu ihm. Alles klar, kann ich nochmal mit ihm reden? Vielleicht ist er ja auch ein Händler. So, jetzt habe ich die Engel mit dem verknüpft. Ja, komm ich da, komm ich da, komm ich da. Geste, Geste, Weiste, Weiste. Das Gute ist halt wirklich, dass wir jede Menge Erfahrungspunkte, jede Menge Fähigkeitspunkte so mit der Zeit gekriegt haben. Aber wenn wir noch gar nicht Stufe 30 sind. Hast du nicht einen Dämonenfürsten zu töten? Da. Kollege. Aus Unterschlupf 3 wieder raus. Fäll ich echt noch die Leiche drunter. Sehr schön. Wollen wir hier lang? Ah ja. Wir sind ja zum Glück nicht weit zurück. Hier links. Der Untergrund. Jetzt hätte ich die Kiste dann oben auch sehen können, vermutlich. Ach, ob da. Gibt der Mensch mir den Schlüssel, um zu Belia zu gelangen? Gerade. Belias Höhle. Kein Skelett-Tor. Das ist aber nur verschlossen. Ich kann nicht. Wir heilen uns mal, weil. Wir liegen ja so ein bisschen welche rum. Ein bisschen welche. Ein bisschen welche. Nicht sowieso ein bisschen was an Tränken rum. Hier ist versiegelt. Kannst nicht vorbei. Du hast dich nicht an den Höllensklaven. Oder wobei wahrscheinlich nicht. Alle. Ja.
über Villian, aber ganz gerne doch auch mit vollem Zorn ankommen. Ich brauche mehr Schande. Da bin ich aber gut. Mach hier. Die machen das auch nicht Schaden, ne? Da ist noch so einer. Die Schänder sind gefährlich. Der Rest ist weitestgehend uninteressant. Oh, aber nur weitestgehend. Gegen Einzelziele funktionieren die Ghule echt gut. Gegen viele Ziele letzten Endes dann doch nur die Explosion. Aber guck mal, das hatte ich ganz übersehen hier. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Weil damit wird das ja richtig einfach. Warum kriege ich eh keine? Dann sind wir wieder im Ego-Shooter-Modus. Jetzt sind 1000 Schaden. Gut, warum nicht? Durchaus angemessen als Bewaffnung. Wir heilen uns mal eben. Soll ich noch so weit eine? Machen, das ordentlich Schaden. Oha! Das tat weh, Kollege. Das tat richtig weh. Okay, alles aufgelöst.
Wenn wir aber die Kiste holen. Ich habe einmal die Heilung reingesetzt, deswegen konnte ich jetzt einen aufnehmen. Das Ding, wo ich ihn weniger mitnehmen kann? Nein. Schön. Also Gewicht gemacht. Und das sieht mir irgendwie doch schon so aus. Belial, die Legionen der Hölle müssen in einem traurigen Zustand sein, wenn du ein Fürst geworden bist. Hinter deine Zunge, Reiter, sonst reiße ich sie dir raus. Warum bist du in mein Reich eingedrungen? Anscheinend haben ein paar Menschen die Apokalypse überlebt. Und das trotz all deiner Bemühungen. Du sprichst von dem Jäger? Er behauptet, dass er seine Seele an dich verkauft hat. Die Verdammung seiner Seele war als Strom nicht stark genug, um ihn in Schach zu halten. Wie viel Schaden kann ein einziger Mensch schon anrichten? Lilith und Samael verhätscheln dich vielleicht, Reiter. Aber ich habe keine Geduld für dein Gespräch. Wie hast du den Jäger getäuscht? Oder hat er dich... Du wirst nur sterben. Wir wissen beide, dass das nicht wahr ist. Gut, ist auch nur leicht von sich überzeugt. Aua! So. Ah, er macht ein Schild, okay. Ich brauche mehr. Und wir nehmen alles gegen Billia, was wir haben. Okay, er hat sich unsichtbar gemacht, also unangreifbar wahrscheinlich. Ungünstig. So kann ich nicht tun. Okay, alles klar. Rausgefunden, wie es geht, alles klar. Komm, mach schon, Dagger. Dann holen wir ihn uns quasi in unsere Dimension rein. Das Schild ist bitter. Wir können uns heilen. Und da hat er uns erwischt. Alles klar, aber das ist okay. Einmal so. Und dann machen wir mal ernst jetzt. Jetzt weiß ich ja, wie er funktioniert. Und zumindest bis dahin. Und das sollte genügen, um ihn zu besiegen. Denke ich. War ja schon kräftig. Gebe ich zu. Es wäre auch blöd, wenn ich jetzt schon so overpowered wäre, dass ich da einfach so durchmarschieren könnte, ne? So. Und ich sehe, ja, ich konnte die drei... Ich hatte halt nur, keine Ahnung, ist ja egal. Vier Stück reichen. Überspringen wir mal. Ah, wenn ich natürlich direkt getroffen werde, ist das schon kacke. So, da darf ich ein bisschen noch mal stehen bleiben. Okay. Sie haben eine Ruhe drauf. Das Schiff. Genau, da muss ich dann wieder weg. Okay, da sind die Kuhle jetzt nicht so prickelnd. Dann machen wir das Schild. Und weg. Okay. Macht er gleich seinen Face-Out, denke ich. So, ohne Kommando. Komm, mach.
Das war dumm. Da kann ich mich nicht angesehen, okay. Schild sollte ich aufrecht halten, weil ich auch weniger Schaden bekomme, ne? Deutlich weiter gekriegt als beim letzten Mal. Komm zurück! Nicht genug Zorn. So, jetzt sollte wieder die Phase, oder? Ja. Und? Oh, das ist aber böser als vorher. Oh, wow. Viel böser als vorher. Okay. Die Phase ist hart. Dafür muss ich meine Tränke aufbewahren. Gut. Also auf die Ghule verzichten und dann läuft das. Weil wenn die Ghule im richtigen Moment dann da explodieren, kann das durchaus auch funktionieren. Na, ich mach mir noch. Ich hab vergessen, mich vorher zu heilen. Dreimal hat er mich jetzt besiegt. Beim dritten Mal ziemlich leicht. Das ist ein bisschen nervig, dass ich die Waffe erst wegklingen muss, dass ich jetzt mal die Sequenz hier gar wegmachen muss. So, ja. Aber guck mal, wir sind voller als gerade noch. So, dann nochmal das Ganze. So, der erste müssen wir ausweichen. Erstmal. Oh, nicht aufgepasst. Und dann Zorn hochsetzen.
ich aufrechterhalten. Nur ein Frank ist sicherer. Jetzt habe ich wieder Mods gemacht. Ja, komm schon. Nicht aufgepasst. Ich freue mich, was sagst. Komm schon. Okay, der ist hart. Gib's zu. Er hat die Reaper-Gestalt nicht gereicht, um ihn aus der Fassung zu bringen, um ihn aus dem Dings rauszuholen. Was ich halt machen muss, ich darf nicht so viel Heiltränke vorher verbrauchen. Das mit dem Zorn, das funktioniert ganz gut. Vielleicht werde ich ein bisschen aggressiver, wenn ich ihn in der zweiten Phase habe. Da kann ich nämlich die Kuhle dann auch ganz gut nehmen, um ihn runterzuprügeln. So, wichtig ist der erste Ausweichschritt. Muss ich echt aufpassen. Jedes Mal ordentlich weh. Dann machen wir mal ein bisschen runter hier. Kugel drauf. Ich glaube, dass ich damit verraten muss. Ja. Damit.
Kanone drauf. Wir heilen uns mal. Hat mich da genau reingemarschiert, das war schon schlimm. So, wir warten nochmal. Genau darauf. Dann kann ich jetzt die Kunde nicht holen. Da rein, aber es war nicht so schlimm. Komm mal, nochmal. Geht er wahrscheinlich nochmal in die andere Phase, ja. Au! Wahrscheinlich. Scheißdreck. Ich hatte den Reaper ohnehin falsch verwendet, den hätte ich. Na gut, ja, da den Punkt kann ich ihn auch nicht verwenden. Also da habe ich keine großartige andere Wahl. Ich kann das blaue Ding nicht anvisieren, außer freischießen. Das heißt, ich muss da dann überleben, so lange. Hilft alles nichts. Da ich. Moment, habe ich. Moment, ich habe mal eine Idee. Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Also, war jetzt eine Idee. Moment. Ich brauche die hier. Komm, holt euch sie. Holt ihn euch. Einfach nicht. Ganz ordentlich erwischt. Ja, aber mich jetzt gerade runter. Nein. Moment, was ich tun kann ist, Moment, der Reaper-Talisman. Müsste eigentlich. Für jeden Treffer mir wieder ein Attack hier. Gut erkannt. Aber ich muss ja sagen, auf die Bude reagiert der echt fabelhaft, ne? Weil ich sie rufe, macht das weg. Ja, da bin ich auch nochmal erwischt. Ah!
muss ich mich aber mal langsam ein bisschen konzentrieren hier. Mal nach hinten ausweichen ist aber keine gute Idee, mein Freund. Und das draufgeben ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ah. Zu spät, okay. Zweimal kann ich schießen. Okay, das hat mich getroffen, aber... Okay, achso, er hat mich getroffen, weil ich zu lange gebraucht habe, okay. Das ist ein super Get Closer. Das Schild an. Na, komm schon. Hey. Was explodiert? Okay. Da habe ich also keine andere Wahl, als ihn wirklich so schnell wie möglich da in die Phase zu prügeln. Und dann muss ich schießen. Dann muss ich mit jedem Schuss so weit wie es geht treffen, damit ich ihn da wieder rausprügel. Gut.
Dadurch wird die Folge jetzt natürlich so unendlich viel länger jedes Mal, ne? Gehen wir erstmal direkt ein bisschen was. Und nachher, wo wir das Körper hat. Die erste Stufe ist ganz einfach. Er reicht sogar dran. Da ist halt zu nah dran. Schild brauche ich halt. Da bin das Schild reingesprungen, ich Idiot. Vergessen, den Talisman anzulegen. Eine Kugel zu viel immer. Nicht aufgepasst. Mal heilen. Okay, die Reichweite ist ordentlich begrenzt. Thank you.
Okay. Das ist relativ. Wenn man es einmal raus hat. Ich muss halt darauf achten, dass ich meine Kugel nicht alle auf einen Schlag raushauen. Ich glaube, dass ich mit den Krähen bei denen sogar noch leichteres Spiel hätte. Das Schild muss aber die ganze Zeit aufrecht bleiben. Das ist wirklich wichtig. Scheiße. Komm schon. Waffengesicht hat er nur Ewigkeiten gedauert. Kehre zum Jäger zurück. Belials Dreizack. Gier brodelt aus den geformten Zinken dieser elenden Waffe, beraubt die Raubfer des Lebens und der Münze, in Anlehnung an seines ehemaligen Meisters grausame Absicht. Die Widerhaken an seiner Front verhöhnen in einem ständigen Flüstern diejenigen, die von ihm getötet wurden. Du bist gut für nichts. Und die Dinger sind wahrscheinlich kacke. So, ich habe mal hier festgestellt, ich habe zu viel getan. Mal, die muss ich mal den Kopf haben. Das ist ja bei Zeiten. Und Belials Strahlzack ist eine Stufe 22 Waffe. Gesundheitsentzug, Zornentzug, Chance auf kritischen Schaden. Eigentlich alles drauf, was ich brauche. Aber nicht die Magie. Von daher, weil ich werde nicht verfüttern können. Und er zieht Gold. Zurück zum Versteck. Also der Dreizack hat den gleichen Effekt wie die Goldsensen, die ich da gefunden hatte, die eben besonders mehr Gold droppt. Ziemlich unspannend. So, da ist der Jäger. Du bist zurück. Belial ist er.
Belial ist tot. Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, was du bist, aber ich bin dankbar. Meine Seele ist frei. Jäger, deine Seele war nie gefangen. Belial hat zugegeben, dass er nicht die Macht besaß, sie zu nehmen. Er hat mich ausgetrickst? Ich habe die anderen für nichts aufgegeben? Es besteht die Chance, dass die Menschen dem Dämonenfürsten entkommen sind. Das ist unmöglich. Ich muss sicher gehen. Du kommst nicht mit? Nein. Mit dem, was ich getan habe, kann ich nicht leben. Tod. Da du schon hier bist. Du möchtest jetzt geholt werden. Bitte. Also gut. Release abgeschlossen. Kann das bei den anderen Sachen auch? Hör mal zu, Uriel. Das war ja... Also als Boss war der definitiv von allen dreien der coolste. Der schwerste vor allen Dingen. Der coolste vielleicht nicht, aber der schwerste. Aber als... Weiß nicht. Irgendwie unbefriedigend. Reiter. Und die sagt mir auch nichts Neues. Ah doch, aber ich kann dir ein paar Sachen verkaufen. Komm mal her, Uriel. Komm mal her, Uriel. Uriel, Uriel. Hör mal zu. Erstmal nimmst du hier so ein bisschen schrotzig Zeug mit. Wer hier, die... Gesundheitsbegriffe, ja, halt mal fest. Ist okay, hast du recht. Aber die hier, die brauche ich nicht. Tödliche Sense kann weg. Die Frostschlangensense kann weg. Und das war's dann auch schon. Alles klar. Ist ja langweilig. Gut, dann nächste. Da dürfte jetzt nicht so viel sein, was ich verkaufen kann. Ich glaube, da habe ich generell halt nicht so viel. Hier dürfte eigentlich auch jetzt nichts sein, was ich so direkt verkaufen kann. Wobei ich Todesengel werde ich nie mehr tragen. Kann weg. Dorne gefundenes Geld kann weg. Ja, Kraft, Gesundheit gefundenes Welt kann weg. Heilung weg. Heilung, kritisch Magie schon, den halten wir. Gesundheit und Erfahrung weg. Nächste, Nomadengewand, Verteidigung, kritische Magie, man bleibt Magie, bleibt Magie, bleibt Gesundheit. Ja, so hier, Todesengel kann weg. Denker kann weg. Gesundheit weg. Widerstand weg. War auch Schrott. Kritischer Magieschaden, kritischer Magieschaden. Ja, weg mit den Todesengeln. Magie bleibt mir mal erhalten. Weg. Verteidigung, kritischer Schaden, weg. Hexhandschuh mit Widerstand, weg. Hätten wir auch Füße. Magie, überall ist Magie. Ja, außer auf den Todesengeln. Magie. Hier ist Schrott. Halt mal. So. Da ist zwar auch Magie mit, aber wir gehen erstmal nach oben. Schauen wir mal, ist Magie mit drauf. Da ist auch Magie mit drauf, aber die brauche ich ja eigentlich gar nicht. So, Dämonen jetzt klingt. Das sind die Spezialtalismane. Da ist ein bisschen Magie mit drauf. Die Krone der Toten, na schön. Da ist Magie mit drauf. Aber auch Chance auf kritischen Schatten. Weg damit, ist egal, ist zu wenig. Magie. Kritische Magie. Kritischer Schaden und Magie. Muss ich schon einfach verkaufen? Ja, verkaufen. Nächster Talisman kann ich auch verkaufen. Aber der ist auch nicht viel wert. Kritischer Magieschaden. Dorn, kritischer Magieschaden und Magie. Wunderbar, Dankeschön. Und dann haben wir auch den letzten. Unsere Wege sich niemals kreuzen. Ja, Moment. Ja, ist okay. Du hast noch was für mich. Hier, ja, ne, Heiltränke. Und Zorntränke, weil ich es kann. So. Hast du hier noch was ich gebrauchen kann? Am besten kritische Magie-Chance und Magie, kritische Magie-Schaden und Magie. Na komm, nehmen wir mit. Wurstpiepen. So, dann haben wir alle DLCs durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit trotz der langen Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Hauptspiel bei Vulgrim wieder, wo wir dann mal ein bisschen gucken, wie wir uns auch besessenen Waffen ein bisschen aufwerten, bevor wir in die Feuerprobe. Bis dahin, euer Staffel.